Heute, liebe Freunde des guten Geschmacks, geht es um das Bloody Mary Rezept. Für alle, die sich fragen, was ist Bloody Mary eigentlich? Kurz und bündig, der Bloody Mary Cocktail ist ein klassischer, wenn nicht sogar der klassische Hangover-Drink schlechthin. Hallo und herzlich willkommen bei Shake & Joy. Ich bin der Reinhold und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Kaum sind die Weihnachtstage vorbei, steht auch schon Silvester vor der Tür. Man trifft sich mit Freunden und oder der Familie und bei solchen Treffen kann es schon mal feuchtfröhlich zugehen. Und trotz aller guten Vorsätze, die man sich ja die Jahre zuvor nach einem ausführlichen Gespräch mit der Klomuschel geschworen hat, kann es natürlich vorkommen, dass man es an diesem Abend etwas übertreibt und am nächsten Tag mit einem brummenden Schädel, einem rebellierenden Magen und einer trockenen Mundhöhle aufwacht. Tja, und da kommen die Hangover-Drinks, die auch als Pick-me-ups oder scherzhaft auch als Corpse-Reviver genannt werden, ins Spiel. Sie sind, wie der Name bereits verrät, Getränke, die dich nach solchen Abenden wieder aufrichten sollen. Es gibt heutzutage mittlerweile einige Pick-me-ups mit und ohne Alkohol. Es gibt sogar Anti-Kater-Drinks, die dir versprechen, gar keinen Kater am nächsten Morgen zu bekommen. Doch es gibt nur einen Hangover-Drink, der auf der ganzen Welt den Menschen in den Sinn kommt, wenn es um einen Hangover-Drink geht. Genau. Und das ist der Bloody Mary Cocktail. Der Tomatensaft in der Bloody Mary verhilft dir übrigens bei deiner Linderung deines Katers. Denn der Saft aus den knallroten Früchten ist reich an Mineralstoffen und Vitaminen, die dein Körper nach so einer Nacht mehr als notwendig hat. Was die Zubereitung anbelangt, bleibt es jedem selbst überlassen, wie er es handhaben möchte. Die meisten Barkeeper sind sich zwar einig, dass eine Bloody Mary nicht geschüttelt wird, aber in Stein gemeißelt ist das Ganze nicht. Manche schicken alle Zutaten bis auf den Tomatensaft auf Eis, andere, so wie ich, verrühren einfach alle Zutaten im Rührglas miteinander und andere wiederum rollen den Cocktail. Das heißt, sie schütten die Zutaten zwischen dem Shaker und dem Glas einfach hin und her, ja? Eine weitere Frage, die du für dich klären musst, ist, ob du die Bloody Mary lieber auf Eis im Longdrinkglas oder so wie ich ohne Eis in einem Becherglas zu dir nehmen möchtest. Da ich das Ganze ohne Eis trinken möchte, kühle ich einfach das Glas vorher mit Eis und Wasser und stelle es dann wie gewohnt zur Seite. So, einfach, wie gesagt, zur Seite stellen und jetzt gebe ich 45 Milliliter Wodka ins Rührglas, also ins Mixingglas. Dazu kommen jetzt noch 15 Milliliter frisch gepresster Zitronensaft. Wie immer eine kurze Massage verabreichen, damit die Kammern im Innern aufbrechen und man die Zitrone somit besser pressen kann. Na, brauche ich noch eine andere Hälfte? So. An und für sich verwendet man ja Selleriesalz. Doch es war einfach wie verhext. Ich habe, nachdem ich mittlerweile 3 Geschäfte besucht habe, keins bekommen. Und daher nehme ich einfach nur normales Salz. Salz einfach nach Belieben. Jetzt gebe ich 2 bis 3 Dashes Tabasco-Sauce sowie
Worcestershire Sauce dazu, ja? Ich verwende hier übrigens die Worcestershire-Soße von Heinz, da sie erstens einfacher erhältlich war oder ist und zweitens die Firma Lea & Perrins, die die Original-Worcestershire-Soße herstellt, 2005 aufgekauft hat und wie man sieht, blende ich dir kurz ein, dieselben Zutaten beinhaltet. Und dazu gebe ich jetzt noch 90 ml Tomatensaft. Verrühre die Zutaten mit Eiswürfeln. Und sei sie dann einfach in das vorgekühlte Becherglas ab. Somit vermischen sich die Zutaten gut miteinander, die Zutaten kühlen und ein wenig Schmelzwasser kommt hinzu, obwohl die Tomate ja an und für sich von selbst sehr viel Wasser enthält. So, kurz Eis und Wasser weg. Und seit dem Trink einfach jetzt ins vorgekühlte Glas ab. Garnieren werde ich den Cocktail jetzt mit einer Selleriestange. Ah, übrigens, wenn dir das Video bisher gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du dem Video einen Like gibst und es mit deinen Freunden teilst. Ich nehme hier quasi das Herz, schneide mir das kurz zurecht, den Rest hebe ich mir unter anderem für einen Salat auf. So. Gebt das Herz einfach dazu, ganz klassisch, ohne viel drumherum. Wisch kurz weg und verkost jetzt diesen herrlichen Hangover-Drink. Riechen tut's nach Tomate, klar. Oh, ich muss zugeben, hat ein bisschen Feuer, ein bisschen zu viel Tabasco erwischt, aber ansonsten ganz gut. Die Erfindung der Bloody Mary übrigens wird oft Fernand Pédiot zugeschrieben, der in den 1920er Jahren als junger Barkeeper in Harris New York Bar in Paris arbeitete. Doch im Grunde genommen hat er nur eine schon bestehende Kombination aus Wodka und Tomatensaft aufgepeppt, während er in den frühen 1940er Jahren im Saint-Regis Hotel in New York City tätig war. Der wahre Erfinder der bekannten Mischung aus Wodka und Tomatensaft war wahrscheinlich George Jessel, Hollywood-Star der 1920er Jahre. Um 1935 war die Bloody Mary als Red Snapper bekannt und mit Gin zubereitet. Einer Geschichte zufolge war es Vincent Astor, der 1935 das Hotel übernahm,
den Namen Bloody Mary ablehnte und darauf bestand, ihn wegen seiner Vulgarität einfach zu ändern. Es wird auch vermutet, dass zu diesem Zeitpunkt die Grundspirituose der Bloody Mary eben Gin und nicht wie heutzutage Wodka war. Wie der Name zu Bloody Mary kam, beziehungsweise die Bloody Mary zu ihrem Namen, ist nicht 100% gewiss. Die populärste Geschichte ist, dass Pétion sie nach Königin Marie Tudor von England benannt hat, die, und das ist zumindest gewiss, eine fanatische Anhängerin der katholischen Kirche war und das Ketzergesetz im Jahr 1554 wieder einführte und unter ihrer Herrschaft viele unschuldige sogenannte Ketzer in den Tod durch das Feuer fanden und ihr somit den inoffiziellen Titel Queen Bloody Mary gaben. Eine weitere Geschichte besagt, dass ein Stammgast von Ted Sloans New York Bar namens Roy Barton, ein amerikanischer Entertainer, Pétion empfahl, seinen Drink Bloody Mary zu nennen, nach einer Kellnerin namens Mary, die im Bucket of Blood arbeitete. Woher auch immer die Bloody Mary ihren Namen bekam, sie ist und bleibt die Königin der Hangover Drinks. In diesem Sinne wünsche ich dir nicht nur, wie immer, viel Spaß beim Nachmachen, sondern auch einen schönen 1. Jänner und einen erfolgreichen Start ins neue Jahr. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.